Heute das TV-Duell Trump gegen Biden, auch in Frankreich ein TV-Duell im Vorfeld der Wahlen. Und implizit geht es eigentlich immer um das Thema Schulden, denn wenn Trump gewinnen würde, dann dürfte die Verschuldung der USA maßgeblich nochmal weiter steigen. Warum? Weil Trump die Steuern senken will, er will die Zölle deutlich anheben, beides ist inflationär. Dazu will dann Trump auch viele Migranten rausschmeißen, das ist hochgradig inflationär. Und auch in Frankreich ist die Situation so, dass die Partei von Le Pen oder die linke Volksfront ja die Staatsausgaben deutlich erhöhen wollen. Und das in einer Situation, wo die Schulden ohnehin schon so massiv gestiegen sind, in einer Zeit, in der wir zumindest in den USA wirtschaftlich die beste aller Welten hatten. Was passiert denn, wenn diese Welt nicht mehr so gut ist ökonomisch? Und vieles deutet darauf hin, dass der US-Konsument jetzt echte Schwierigkeiten kriegt. Also es wird spannend, es wird jetzt richtig interessant. Die Politik verzahnt sich jetzt immer stärker mit den Finanzmärkten in dieser Konstellation. Was bedeutet das für Schulden? Was bedeutet das für die Inflation? Was machen dann die Anleiherenditen? Was macht der Dollar? Und so weiter und so fort. Starten wir mal mit der TV-Debatte. Hier sehen wir Trump ja nach derzeitigem Stand der wahrscheinlichere Gewinner, sagen wir mal so. Das wird natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit deutlich beeinflusst von diesem TV-Duell, wo keiner der Kandidaten ja Notizen haben darf. Publikum ist ausgeschlossen. Jetzt hofft man, dass sich Biden dann an manches noch erinnern kann. Also das wird ein echter Lackmustest und Obama, der vorherige Präsident, ist immer nervöser, so heißt es, und hat sich mit Biden jetzt öfter getroffen, um ihn wahrscheinlich auf dieses TV-Duell vorzubereiten. Ein Drogentest, wie die Trump-Kampagne das fordert, hat die Biden-Administration abgelehnt. Trump sagt ja, also der Biden, der könne sozusagen dann nur bestehen, wenn er irgendwie nochmal aufgeputscht wird. Aber das Interessante, das Bedenkliche ist in gewisser Weise, dass trotz der Vorkommnisse um den Kapitolsturm in den Swing States, also den entscheidenden Staaten, die mal Republikaner wählen, mal Demokraten wählen, dass da mehr Leute sagen, Trump verteidige die Demokratie, als Biden verteidige die Demokratie. Und das zeigt, dass Biden hier nicht wirklich sehr viel glaubwürdigen Kredit hat seitens der meisten Wähler, würde ich mal vermuten. Die Wirtschaft ist gut gelaufen, dennoch kann er nicht so richtig davon profitieren. Und das liegt vor allem an der Inflation, die deutlich nach oben gegangen ist. Die Leute haben die Nase voll von diesen steigenden Preisen. Allerdings wäre es eben, wie gesagt, auch bei Trump nicht gerade besser mit Rausschmiss der Migranten, mit Zöllen und den Steuersenkungen. Das wird nicht gut gehen. Das werden die Anleihemärkte nicht lange mitmachen. Und vielleicht werden wir sowohl in Frankreich als dann später, wenn Trump gewinnen sollte, auch in den USA, sozusagen eine Abstimmung mit den Füßen sehen, wie wir sie in England gesehen haben, als die britische Ministerpräsidentin Liz Truss zurücktreten musste, weil die Anleihemärkte gesagt haben, da machen wir nicht mit deinem Schuldenprogramm. Das werden wir nicht zulassen. Diese Debatte könnte eine der oder vielleicht sogar die meistgesehene Debatte in den USA aller Zeiten werden zwischen Präsidentschaftskandidaten. Vor allem die Aussagen zu China natürlich relevant, nachdem Taiwan heute eine extrem hohe Warnstufe für seine Bürger erlassen hat, nach China zu reisen, weil China ja kürzlich ein Gesetz verabschiedet hat, wonach alle Separatisten in Anführungszeichen die Todesstrafe droht. Also das wird interessant. Beide werden sich wahrscheinlich überbieten in Sachen China-Bashing, könnte man sagen. Das zumindest ist zu erwarten. Aber es geht natürlich um Migration, um all diese Dinge, die die Amerikaner stark interessieren. Auch um Inflation, so kann man vermuten. Und es ist kein Zufall, dass hier jetzt die Economic Policy Uncertainty jetzt auf dem höchsten Stand jemals ist in einem Wahljahr. Weil eben nicht wirklich klar ist, was jetzt kommen wird, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Und hier sehen wir mal, dass ja diese Situation für Biden ja eigentlich außerordentlich toll war. Er hat eine sehr, sehr gut laufende Wirtschaft, natürlich durch Stimulus, durch all diese Dinge, Zinssenkung auf Null, Start mit Helikopterschecks und so weiter und so fort. Jetzt scheinen sich die Dinge ein bisschen abzukühlen. Wir hatten heute ja die zweite Veröffentlichung des BIPs. Es
ist ausgefallen, Pi mal Daumen, wie erwartet, auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter gemixt, kann man sagen. Aber das Interessante ist, dass hier die Preiskomponente jetzt so stark gestiegen ist im BIP des ersten Quartals, das ist natürlich schon eine Zeit lang her, wie seit dem ersten Quartal 2023 nicht mehr. Und noch interessanter ist, dass eben die Konsumausgaben nicht mehr so richtig laufen. Nur 1,5% ist nochmal runterrevidiert worden. Und das erklärt auch, warum die Anleiherenditen in den USA gefallen sind. Denn die Konsumenten werden ganz offenkundig schwächer. Das sehen wir dann vor allem auch bei einzelnen Unternehmen oder den Aussagen der einzelnen Unternehmen. So Walgreens, die heute richtig in den Boden gestampft werden. Die Aktie von Walgreens ohnehin schon permanent im Sinkflug. Das ist ja so eine Drogeriekette. Und hier sagt man, wir hatten eigentlich gedacht, dass der Konsument stärker wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Deswegen hat man seinen Gewinnausblick deutlich gesenkt. Das sind so einzelne Puzzlesteine, so einzelne Mosaiksteine. Klar, Walgreens hat wahrscheinlich auch viel falsch gemacht im Management, aber das wird eben in vielerlei Hinsicht bestätigt, eben durch solche Daten wie hier, dass nämlich die überschüssigen Ersparnisse der Amerikaner, 2,1 Billionen waren das noch im Jahr 2021, die sind futsch, die sind jetzt unter Null gefallen. Und wir sehen auch natürlich in den Ausfällen, Kreditausfällen, etwa bei Kreditkarten, das geht deutlich nach oben. Die Autolohnausfälle beginnen jetzt zu steigen. Also das Bild ist hier relativ eindeutig. Auch die heute veröffentlichten anstehenden Hausverkäufe, die Pending Home Sales, ist praktisch ein Vorgriff auf das, was am Immobilienmarkt passieren wird. Auf dem tiefsten Stand aller Zeiten, seit es die Erhebung dieser Daten gibt, mit minus 2,1% überraschenderweise gefallen zum Vormonat. Und das Ganze in einer Situation, wo die Preise ein Allzeit hoch erreichen. Deswegen klappt das mit den Verkäufen nicht mehr so. Die Preise sind massiv gestiegen, also inflationär, während gleichzeitig eben auch die Hypothekenzinsen hoch sind, sodass die Leute sich das nicht mehr leisten können. In den Mietmarkt drängen, dadurch werden die Mieten steigen, weil immer weniger Leute sich ein Eigenheim leisten können. Und auch heute veröffentlicht Fed GDP Now von Atlanta Fed, runter jetzt revidiert von 3,0 auf 2,7%. Wäre immer noch schick, aber wir haben zuletzt gesehen im ersten Quartal, dass das dann ziemlich gegen Ende des Quartals nochmal nach unten revidiert worden war, so wie das eben jetzt auch passiert ist. Und jetzt gucken wir mal en France, was machen der Franzosen hier? So sagt der Bloomberg, wenn wir alle Umfragen kombinieren, sehen wir, dass Le Pen nochmal etwas zulegen kann. Macron bleibt unverändert. Die Linken haben ganz leicht verloren. Wir sehen das im Vorfeld dieser TV-Debatten, es ist ein Dreifachformat, was da in Frankreich heute ausgestrahlt wird, dass im Vorfeld jetzt die französischen Renditen gestiegen sind. Die deutschen Renditen sind unverändert. Wenn wir jetzt mal hier rechts gucken, unten einen Monat, dann sind die deutschen Kapitalmarktzinsen für die 10-jährige Anleihe um 9 Basispunkte gefallen, die französischen jedoch um 26 Basispunkte gestiegen. Also 35 Basispunkte hat sich der Spread, die Risikoprämie zwischen deutschen und französischen Anleihen vergrößert. Man macht sich also Sorgen, dass die Schuldensituation in Frankreich weiter eskaliert, und Frankreich ist ja extrem verschuldet, Konsumenten, Firmen und der Staat zusammen mehr als Griechenland zum BIP. Und das alles in einer Situation, wo die Märkte eigentlich komplett, wie man sagt, complacent sind, also vertrauensselig. Wir sehen Put-Call-Ratio jetzt so zweitniedrigster Stand seit November 21. Wir sehen praktisch keinerlei Short-Position mehr im Nasdaq. Und hier hat ein Kommentator gesagt, ja, der Markt ist dann anfällig, wenn irgendein unerwarteter Schock kommt. Das könnte ein politischer Schock sein oder eben etwas anderes, oder er kommt gar nicht, das weiß man nicht. Aber die Anfälligkeit wäre zumindest da, weil keiner damit rechnet. Denn die Stimmung ist bombig. Wir sehen hier die Privatinvestoren 44,5% weiterhin bullisch. Ein Anstieg des Bärenanteils von 22,5 auf 28,3. Die professionellen Fondsmanager
Jetzt investiert zu 85,44%, praktisch keine Veränderung zur Vorwoche. Aber interessant ist, dass die Hedgefonds vor allem diese gehypten Tech-Aktien jetzt verkaufen. Sie verkaufen sie an Retail, also an die Privatinvestoren. Unten sehen wir rechts, wenn Sie es erkennen können, dass die Privatinvestoren immer dicker in diesen Tech-Werten investiert sind, die Hedgefonds immer weniger. Kann sein, dass die Hedgefonds sich irren und die Geschichte immer weiterläuft. Aber das ist zumindest mal interessant, dass die Wall Street hier offenkundig anderer Auffassung ist. Und natürlich ist diese massive Konzentration und Fokussierung auf diese wenigen Tech-Werte auch durch dieses passive Investieren, etwa durch ETFs, so stark gestiegen. Und wir dürften in diesem Jahr, wenn wir das Ganze mal hochrechnen, annualisiert, einen absoluten Rekord erreichen. Und damit haben wir eine immer stärkere Verklumpung dieser Märkte. Und die Frage ist, passiert da mal ein Unfall? Wenn es Risikoaversion geben sollte und wir mal einen Fall haben, dann müssen vor allem CTAs, diese Commodity Trading Advisor, relativ deutlich verkaufen. Hier sagt die Bank of America, wenn jetzt die Futures 2,8% fallen würden, dann müssten die massiv Positionen abdrücken. Vor einem Monat hätte es da schon eines Falls von 4% bedurft. Oh, diese Grafik wollte ich eigentlich vorher schon zeigen, nämlich die Verschuldung, und das ist wieder das Thema Frankreich und auch Italien. Frankreich hat seit 50 Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr gehabt, Italien sogar seit 100 Jahren. Also Schulden sind hier das Thema. Das war ein kurzer Einwurf, weil diese Grafik verrutscht ist. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Und wir haben jetzt wieder eine neue KI-Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Kürzlich war es noch Apple, KI, KI. Jetzt haben wir Amazon, KI, KI, Amazon. Wir treiben die nächste Sau durchs Dorf, nachdem die Nvidia-Sau zwischenzeitlich ein bisschen pausiert, heute im Minus. Und wenn wir uns die letzten 5 Tage bei Nvidia mal anschauen, hat man am letzten Donnerstag die Marktkapitalisierung von UPS an einem Tag hinzugewonnen. Am Freitag hat man die Marktkapitalisierung von Bank of America verloren. Am Montag dann Wells Fargo sozusagen verloren, am Dienstag alles hinzugewonnen, was Cisco an Marktkapitalisierung hat und so weiter und so fort. Also es zeigt, wie krass die ganze Geschichte ist. Jetzt ist gerade wieder mal was anderes angesagt, die KI-Sau Amazon. Mal schauen, wie lange die noch geritten werden kann, nachdem gestern eine andere KI-Sau ein bisschen enttäuscht hat, nämlich Micron. Und das Interessante ist ja, dass man eigentlich für diese Nvidia-Chips auch Micron-Produkte braucht. Deswegen ist schon erstaunlich, dass hier der Ausblick praktisch nur im Rahmen der Erwartung war. Und das ist natürlich bei einer Aktie, die 70% in diesem Jahr gestiegen ist, doch seltsam. Aber dennoch Goldman Sachs und wie sie alle heißen, Kursziel für Micron nach oben gestuft, ganz klar, macht es Sinn. Und Fred Hickey verweist darauf, dass wir alle glauben, dass die Produktivität so wahnsinnig stark steigen würde der Unternehmen. Aber die Unternehmen haben vor allem erstmal Kosten, weil das wahnsinnig teuer und aufwendig ist, dieses Training von diesen KI-Modellen und so weiter und so fort. Die sind teuer, man weiß nicht, wie man das monetarisieren kann. Das ist ja die große Frage. Wie verdient ihr eigentlich mit KI Geld? Also jetzt bis auf die Schaufelverkäufer wie Nvidia. Und KI wird letztendlich die Energiekosten nach oben treiben, weil der Strombedarf steigt. Und wir haben dann eben jetzt auch mit der geopolitischen Situation neue Inflationstreiber. Hier sehen wir mal den Stau auf den Weltmeeren, die Cargo Freight Rates, also praktisch die Container. Frachtdaten sind deutlich angestiegen. Es kommt praktisch jeder 12. Container weltweit steckt in einem Stau. Deswegen steigen die Preise. Das dürfte dann auch wieder eine inflationäre Wirkung haben. Und interessant ist, dass Öl ja gestiegen ist. Und das in einer Situation, auch ein wichtiger Inflationstreiber, wo die Hedgefonds jetzt praktisch Rekord-Short-Positionen haben im Energiesektor. Das wird interessant sein zu beobachten. Kommen wir mal, wenn wir schon von Energie sprechen, nach Deutschland und dem für alle erkennbaren grünen Wirtschaftswunder. Hier hat Clemens Fuß vom IFO-Institut gesagt, also man verspricht den Wählern hier ein Wirtschaftswunder, aber erstmal führt diese Transformation zu Blut, Schweiß und Tränen. Wir bewegen uns in einer Welt der Illusionen. Man soll endlich die Bürger wie erwachsene Menschen behandeln und nicht wie Kinder. Und es sind erstmal massive Kosten, die da auf die Leute zukommen.
Und dann heute Ansprache von Kanzler Scholz, der also sagt, ist ja alles super gut, alles Paletti. Merz sagte, das hatte schon etwas Karikaturenhaftes. Wir haben dann heute zum Beispiel nur ein kleiner Splitter fort, offenkundig hier in Deutschland. Man sitzt ja hier in Köln, oder nicht hier, sondern in Goller. Da ist das Management stark abgebaut worden. Man fürchtet so die Bild-Zeitung, dass Ford sich aus Deutschland zurückzieht. Also praktisch der nächste Rückschlag dann für den Automarkt in Germany. Und was viele nicht verstehen, offenkundig Teile der derzeitigen Regierung, die eine bestimmte Farbe als Parteiname haben, ich will jetzt nicht genau sagen, wen ich da meine, nämlich, dass Klimaschutz nur mit Wachstum einhergeht und nicht ohne Wachstum, dieses Degrowth. Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren und das zeigt so ein grundsätzliches Missverständnis der allermeisten Klimaschützer, die meinen, dass das irgendwie schon auch ohne geht und irgendwie dann ein richtiges ökonomisches Wunder passiert. Abschließend Hinweise, meine Damen und Herren, hier nochmal genaueres zu diesen aufgebrauchten Sparvolumina und was das für die Wirtschaft der USA bedeuten wird, gerne weiterempfehlen mit diesem Social-Media-Button da oben. Und dann nochmal Insights zu dem, was in Frankreich abgeht und welche Konsequenzen das für die Finanzmärkte haben könnte, dürfte, sollte. Auch gerne weiterempfehlen und nochmal ein Hinweis meinerseits auf unseren Brokervergleich, der ein echter Brokervergleich ist. Hier also nur echte Bewertungen. Bei vielen Brokervergleichen gibt es ja so Fake-Kommentare, ja ganz toll, ganz super. Hier verifizieren wir die User und die schreiben ganz klar ihren Eindruck, das, was sie wirklich denken. Wenn Sie da Vorschläge haben und von Brokern, die noch nicht dabei sind, wir füllen das jetzt Stück für Stück auf, oder bei einem der Broker sind, die schon dabei sind, würden wir uns sehr freuen, würden Sie Finanzmarktwart helfen, wenn Sie da sozusagen Ihr Urteil mit einfließen lassen. Also, das war es erstmal, diese drei Hinweise. Jetzt sage ich Servus, ciao.